Braunstein. Wir lassen uns aber die gute Laune auf keinen Fall verderben und ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Stunde hier verleben werden. Ich sehe schon einige bekannte Gesichter, die ich gestern auch schon entdeckt habe zu Happy Classic Hour, das freut mich natürlich. Wie die anderen vielleicht noch nicht wissen, gibt es die ganze Woche noch jeden Abend um 18 Uhr die Happy Classic Hour hier im Braunstein, bei der Sie verschiedenste Musikerinnen und Musiker erleben können, umgeben von einem tollen Ambiente, wo man was essen kann, wo man was trinken kann, wo man fantastische Kunstwerke von verschiedensten Stilrichtungen bewundern darf, die man übrigens auch, wenn sie einem besonders gut gefallen, sogar erwerben kann. Und heute Abend werde ich Ihnen zwei junge, sehr junge Künstler vorstellen, die sozusagen auch den Kerngedanken der Ammerserenade verkörpern, die ja sich auf die Fahnen schreibt. Junge Künstler, die sozusagen die Stars von morgen sein können oder werden, zu fördern oder ihnen eine Bühne zu bieten. Und heute Abend heißen wir zwei junge, sehr junge Teenager willkommen. Einmal ist es Sergei Davidchenko, der heute Abend Klavier spielen wird, und Sofia Matwienko, die Flöte spielt. Leider gibt es da schon das kleine nächste Problem, und zwar gab es ein kleines Missverständnis bei der Organisation, weshalb sozusagen ein Pianist abgeht und wie ich jetzt vor einer Dreiviertelstunde erfahren habe, habe ich die große Ehre, das zu übernehmen. Ich bitte schon mal im Voraus, alle Fehler zu entschuldigen und bitte um Nachsicht, aber weise auch darauf hin, dass ihr einfach ein bisschen mehr auf genauer bei Sophia hinhören, weil sie spielt ganz fantastisch und wird sicher davon ablenken können. Wir beginnen mit zwei Sätzen von Johann Joachim Quantz, unserem Flötenkonzert. Ich wünsche viel Vergnügen und Sophias Schwester wird noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Stücken erzählen. Ja, genau, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. In English. I'm very honored to present today these two talented musicians. They have met only a few days ago, but they already know each other very good and they play very fantastically. And the first composition for today will play Sophia, with a very unexpected pianist. And this will be a very unique piece because she will play it on the Baroque flute. The musicians were playing hundreds of years ago. So now you can imagine yourself as your kings and queens sitting in some castle and listening to the beautiful Quantz. Enjoy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
continent have a question about translation. Do you need it? Also, was gerade gefragt wurde, war, ob Sie eine Übersetzung des Englischen wünschen oder ob Sie auch einverstanden sind mit Englisch. So we will be together. Okay. Now we make a jump into the 20th century, to the year 1936. It was a time when they created a first flute from platinum, which has a density of 21.5. So the piece is called Density 21.5, because composer wrote it specially for the friend who owns this unique flute. And he tried to show all the techniques, all the voices, all the sounds that this flute could possibly make. So it's quite a very modern piece, and it's very different from what you have heard before. Be prepared, don't be afraid, and I really hope that you enjoy it. Thank you.
hear something else from the 20th century later. But now we are back to the epoch of Romantism, and you will hear a beautiful and wonderful Frédéric Chopin, a few tunes. The first one is Opus 10, number 5, and the next one will be Opus 10, number 12, that was dedicated to the revolution in Poland, but I think you know it. So welcome Sergei and Chopin. Bye.
Sasha. So now we are going back to the 20th century. And not really, flutists in 20th century, they were so bored with playing all the same gammas and arpeggios, that they decided to add something new. They started to add sounds of rain, sounds of wind, some beatbox, and a lot of philosophical thoughts. So, author of the next piece is Waldemar Lunchak, and he wrote one of the big philosophical tractates with the name Homo Ludens, playing man, that is the alternative to Homo sapiens, a thinking man that we are named now. And he tried to put all this knowledge and all of his impressions into this one piece. It's also modern and it's very creative, I would say. So welcome Waldemar Lunchak, Homo Ludens, and Sofia Matvienko. Thank you.
And I think it's just the time to bring some fun and old good jazz. So, Elmar Reda, flute and foot and jazz. Thank you.
Play for you Carpathian Rhapsody by Miroslav Skorik.